Wie gesagt, ich bin im Planen, wir wollen einen neuen Milchviehstall bauen. Es ist eine schöne und intensive Zeit, er liest dem auch ein bisschen den Kopf. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man manchmal auch ein bisschen rausgeht auf andere Betriebe, sich mit Berufskameraden austauscht. Und ich nehme euch jetzt sehr gerne mit auf die Stalltour quer durch die Schweiz. Hallo zusammen. Hallo Netto, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist eine wunderschöne Region und so ein Zeug an sehr abwechslungsreichen Betrieb. Ja, wir haben einen Milchwirtschaftsbetrieb und einen relativ intensiven Gemüsebau hier im St. Galler Rheintal. Ja. Ja, persönlich bin ich eben am Bauen. Ich will sich ein bisschen umschauen, was man machen könnte. Und das ist für mich sehr wertvoll, dass ich da sein darf. Dann gehen wir doch gerade in den Stall schauen, oder? Schön, danke. Gehen wir. Ja, wünsche Glück im Stall. Okay. Danke vielmals. Wie ist so die Geschichte von diesem Stall? Grossvater hat hier am Weishof gesiedelt, hat einen Abendstall gebaut für 30 Kühe in Absauganlage. Hat mein Vater übernommen, hat relativ schnell den Laufstall gemacht für 36 Kühe. Ja. Nachher ist es weitergegangen, zu wenig Platz können wir abbauen. Nachher auf knapp 60 Plätze. Wir haben aber immer noch am gleichen Mehlstand weitergemolken. Und nachher haben wir zwei dürfen den Betrieb übernehmen. Und dann ist eigentlich relativ schnell das Thema Milchroboter gekommen und haben das nachher können realisieren. Ist das gut gegangen, der Wechsel? Ja, das ist sehr gut gegangen, weil dadurch, dass wir den Milchroboter in den Laufstall rausgenommen haben, haben wir bis zum letzten Tag im alten Milchstand können melken, ohne dass wir irgendeine Übergangsphase hatten. Und haben den Roboter komplett können montieren und nachher direkt einmelken am rechten Platz. Ich habe das noch vor mir, was jetzt dir gemacht hat. Könnt ihr mir vielleicht noch einen Tipp geben oder etwas, wo ihr vielleicht seid reingelaufen oder habt ihr Fehler gemacht? Habt ihr dort noch einen guten Tipp für mich? Also wir sind recht gut vorbereitet worden und vom Leli-Team. Sie haben das schon relativ viel gemacht, die Einmelken und die Vorbereitungen von der ganzen Herde. Und da würde ich es einfach auf mich zukommen lassen. Und das kommt schon gut. Du hast keine Schlaflose? Nein, überhaupt nicht. Ja, das ist sehr gut. Ja, wenn ich so ein bisschen über die Herde schaue, man sieht immer eine gute Kuh, keine Farbe. Was ist eure Zuchtstrategie? Also wir tun drei Rassenkreuzungen, also Rotationskreuzung mit Holstein, Morbillard und skandinavischem Rotvieh. Das sind gerade zwei solche gekreuzte. Genau, die Idee dahinter ist möglichst eine langlebige, gesunde Kuh, die gleich leistungsstark ist. Und Inzucht ist halt kein Thema. Juno ist auch noch im Einsatz. Seit die Oberärm ein zurück, seitdem sieht das der. Die Oberärm sind ein bisschen zurück, aber er macht eigentlich nichts. Du bist immer noch zu viel. Ja, ja. Dafür sind alle Bücher für den Kühe voll. Ja, das ist fast wichtiger. Genau. Das ist sicher wichtiger, ja. Ja, jetzt, ich sehe, ihr habt gleich das eine oder andere geändert, seit ihr den Betrieb übernommen habt. Du würdest sagen, ihr habt das super gemacht? Also ich würde sagen, dass wir den Roboter möglichst in der Herde eingestellt haben, so wie er jetzt ist, dass der freie Kuhverkehr super funktioniert. Weil da außen sind einfach die Kühe, die wenig Arbeit geben sollten. Die Arbeit gehen, die haben wir im alten Stall reinnehmen. Aber am besten gehen wir doch schnell schauen. Sehr gut. Also das wäre jetzt unser Abhalbebereich. Wir haben hier Platz für etwa 8 Kühe plus 2 Separationsboxen, wo man stierige oder kranke Kühe reinnehmen kann. Also uns war wichtig, dass im Abhalbebereich viel Platz haben und dass es in einer Kleingruppe kälbeln und nicht allein. Wir hatten vorher nur eine Einzelbox, die hat nie gut funktioniert. Und hier sind sie eben in einer kleinen Gruppe und können hinlegen, wie sie wollen, in die Boxen oder hier ist Stroh. Völlig stressfrei, das ist uns mega wichtig. Ja, schön zu schauen, wenn man sieht, dass das Tier wohl ist. Und ich persönlich freue mich auf das, denn als ich das im neuen Stall habe, Separation und eine grosse Abkalbenbox. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Sieht sehr gut aus, gratuliere. Danke. Gehen wir noch etwas trinken? Du gerne, ja. Was mich jetzt noch wundert, habt ihr noch Ziel oder wo wollt ihr noch besser werden? Also
Ziel in Zukunft sind sicher bei der Fütterung. Dort wollen wir dann mal etwas machen, entweder richtig Automatisierung. Ob es dort Seb ist, wissen wir jetzt noch nicht ganz. Und ja, Seb ist, denke ich, das nächste Mal in Angriff werden nehmen. Ja. Ja, also Ziel im Stall ist vor allem eine gesunde, leistungsstarke Herde. Und ja, Zeit auch für die Familie. Ja, Vreni, ich glaube, Zeit für die Familie, das ist wirklich etwas Wichtiges. Vor allem auch, wenn man so zwei herzige Kinder hat, wie die zwei haben. Und ja, ich sage einfach Danke, dass ihr hierher kommen durfte. Ich habe viel Interessantes gesehen. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Macht weiter so. Dann kommt es ganz sicher gut. Danke vielmals. Danke. Schön, dass du da warst.